Du kannst dem Wahrsager, der aus deiner Hand liest, glauben oder nicht. Aber die Form deiner Handfläche kann deine Persönlichkeit beschreiben. Handflächen mit kurzen Fingern sind ein Zeichen für einen sturen Menschen. Moment mal, wie kurz? Wenn deine Handflächen quadratisch sind und die Finger recht kurz, bedeutet das, dass die Person äußerst verantwortungsbewusst ist und nichts mehr schätzt als Stabilität und Sicherheit. Sie neigen auch dazu, ziemlich ruhig und bodenständig zu sein. Nun, vielen Dank! Eine rechteckige Handfläche mit ziemlich langen Fingern in etwa die gleiche Länge wie die Handfläche selbst steht für eine kontaktfreudige Person, die sehr gut im Knüpfen sozialer Kontakte ist. Sie sind gut in allen Arten der Interaktion, aber manchmal nehmen sie bestimmte Dinge vielleicht etwas zu persönlich. Eine längliche Handfläche mit langen Fingern ist ein Zeichen für einen romantischen Menschen. Sie sind kreativ und haben eine gute Vorstellungskraft. Sie sind auch recht flexibel. Einer ihrer Nachteile ist, dass sie manchmal einfach etwas zu sensibel sind. Auch die Breite deines Gesichts kann viel über dich verraten. Je breiter deine Wangenknochen und dein Gesicht im Allgemeinen sind, desto mehr Testosteron könntest du haben. Es ist bekannt, dass Testosteron Menschen etwas aggressiver macht. Also Vorsicht! Menschen mit breiteren Wangenknochen werden wahrscheinlich schneller wütend als solche, die ein schmales Gesicht haben. Okay, es ist nicht so, dass Menschen mit breiten Wangenknochen wütend sind, aber sie werden den Konflikt wahrscheinlich nicht vermeiden. Diese Menschen sind genetisch darauf programmiert, mit mehr Konflikten umzugehen als andere. Es steckt auch eine interessante wissenschaftliche Tatsache dahinter. Die Kapuzineraffen haben tatsächlich eine Hierarchie entsprechend der Breite ihres Gesichts. Die Logik ist, wenn ein Affe ein breites Gesicht hat, ist es wahrscheinlicher, dass er in der Hierarchie ganz oben steht und umgekehrt. Um zu sehen, ob du ein breites Gesicht hast, kannst du den Abstand zwischen den Ohren und die Höhe zwischen der Oberseite der Augen und der Oberseite der Lippen messen. Normalerweise beträgt das Verhältnis von Breite zu Höhe etwa 2. Gesichtsproportionen können auch Auskunft darüber geben, wie zuversichtlich du bist. Hier dreht sich alles um das Verhältnis zwischen der Breite und der Länge deines Gesichts. Je breiter das Gesicht ist, desto selbstbewusster ist die Person. Wenn das Gesicht 60% oder weniger breit als lang ist, kann das ein Zeichen natürlicher Vorsicht sein. Wenn deine Gesichtsform eher rund ist, kann es ein Zeichen dafür sein, dass du sehr großzügig und gutherzig bist. Diese gute Eigenschaft hat aber auch eine Kehrseite. Diese Menschen sind in Beziehungen oft unglücklich, weil sie nicht bekommen, was sie wollen, aber ihr Partner steht für sie meist an erster Stelle. Wenn dein Gesicht lang ist und die Wangenknochen etwas breiter als der Kiefer, hast du eine ovale Gesichtsform. Diese Menschen kommunizieren perfekt mit anderen und sie wissen genau, was sie jemandem sagen müssen, damit er sich gut und wohl fühlt. Menschen mit einer breiten Stirn und einem recht schmalen Kinn haben ein herzförmiges Gesicht und eine unglaubliche innere Kraft. Wenn sie sich Ziele setzen, tun sie ihr Bestes, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Kein Wunder, dass es einen Nachteil hat. Diese Menschen können manchmal sehr hartnäckig sein. Die dreieckige Gesichtsform ist oft ein Zeichen für Menschen mit großem Antrieb, die immer das Sagen haben. Sie übernehmen gerne die Führung. Diese Menschen sind selbstorganisiert und das macht sie oft sehr erfolgreich. Eine diamantene Gesichtsform bedeutet, dass du breitere Wangenknochen hast, aber sowohl deine Stirn als auch dein Kinn ziemlich schmal sind. Diese Leute sind die besten Arbeiter. Sie achten sehr auf Details und deshalb ist ihre Arbeit meistens von guter Qualität. Sie sind sehr direkt und sie sagen immer, was sie denken. Eine weitere interessante Sache auf deiner Stirn sind die Linien. Die sogenannte Sonnenlinie befindet sich genau in der Mitte deiner Stirn. Je ausgeprägter sie ist, desto stärker ist deine Persönlichkeit. Menschen mit dieser Linie sind in der Regel voller Energie und sind oft erfolgreich. Nun, unsere Gesichtszüge sagen oft viel aus, aber unsere Gesten verraten ebenfalls sehr viel. Eine Studie ergab, dass die Seite des Gesichts, die wir bevorzugen, unsere Schokoladenseite, einige Merkmale unserer Persönlichkeit bestimmen kann. Menschen, die Präzision mögen und in Mathe, Technik oder Chemie recht gut sind, haben in der Regel die rechte Wange nach vorne. Kreative Menschen, vor allem Künstler, neigen dazu, eher die linke Wange zu zeigen. Sie sind auch emotionaler. Kantige Ohren verraten eine starke Persönlichkeit. Diese Menschen sind normalerweise recht wichtig in der Gesellschaft und sind geborene Führer. Breite Ohren können ein Zeichen für Kreativität sein.
Diese Menschen sind in der Regel tolle Künstler. Wenn du jemanden mit fleischigen Ohrläppchen triffst, denke daran, dass sie nicht sehr flexibel sind. Menschen mit runden Ohrläppchen schätzen die Menschen um sie herum und ihre Beziehungen. Menschen mit kleinen Ohren sind ziemlich zurückhaltend und schüchtern. Von denjenigen, die lange und dünne Ohren haben, sagt man gewöhnlich, dass sie ziemlich bescheiden sind. Extrovertierte Menschen neigen zu einer vorstehenden Nase und ziemlich vollen Lippen. Tatsächlich sind die meisten ihrer Gesichtszüge recht auffällig. Zum Beispiel haben sie ein größeres Kinn und einen größeren Kiefer. Introvertierte Personen haben hingegen eine weniger hervorstehende Nase, die fast gegen das Gesicht gepresst ist. Allein anhand des Gesichtsausdrucks können wir erkennen, ob eine Person freundlich ist oder nicht. Je größer der Abstand zwischen den Augen und den Augenbrauen ist, desto mehr neigt diese Person zur Zurückhaltung. Das erklärt sich aus der Tatsache, dass diese Menschen stärkere Muskeln haben, die sich dank eines überraschten Gesichtsausdrucks entwickelt haben. Außerdem brauchen sie in der Regel recht viel persönlichen Raum. Die Form der Nase ist wichtig. Je öfter eine Person lügt, desto länger ist ihre Nase. Nein, das war nur ein Scherz. Tatsächlich kann dich eine lange Nase wahrscheinlich als eine entschlossene Person beschreiben, sogar als ziemlich ehrgeizige. Je länger die Nasenspitze, desto mehr scheinst du an Geld zu denken und vor allem daran, es zu sparen. Menschen mit einer großen Nase sind in der Regel recht ehrgeizig und ziemlich selbstbewusst und haben alle Qualitäten, die eine Führungspersönlichkeit braucht. Wenn du in den Spiegel schaust und nichts Außergewöhnliches an deiner Nase siehst, bist du wahrscheinlich milde gestimmt, wie viele andere Menschen mit durchschnittlichen Nasen. Vielleicht kennst du den Namen nicht, aber es zeigt an, ob du einen guten Sinn für Humor hast. Die Rille, die von deiner Nase zu deinen Lippen führt, auch Philtrum genannt, könnte Anzeichen dazu geben, ob jemand einen trockenen Sinn für Humor hat oder nicht. Schau dir deinen Gesprächspartner an. Je kürzer es ist, desto vorsichtiger solltest du sein. Er nimmt Witze sehr persönlich. Wenn du dich von der Nase zu den Lippen bewegst, wirst du durch bloßes Anschauen sehen, ob dein Gegenüber gesprächig ist oder nicht. Menschen mit volleren Lippen sind kontaktfreudig, was sich auch auf die Art und Weise ihres Sprechens übertragen lässt. Sie reden viel und sind bereit, neue Bekanntschaften zu machen. Menschen mit dünnen Lippen sind genau das Gegenteil, ziemlich zurückhaltend. Sie haben kein Problem damit, in keiner Gesellschaft zu essen. Und sie können sich auch dann amüsieren, wenn sie alleine in ein Museum gehen. Sie sind auch starke Persönlichkeiten und können mit fast jedem Problem umgehen. Eingefallene Kiefer und Augenbrauen stehen für einen nicht so liebenswürdigen Menschen, weshalb diejenigen, die geliftete Gesichtszüge haben, etwas freundlicher wirken. Wie man so schön sagt, die Augen sind der Spiegel der Seele und sie spiegeln alles Verborgene wider. Dunklere Augen, die mehr Melanin haben als andere Schattierungen, können ein Anzeichen für effektiv arbeitendes Gehirn sein. Studien mit über 200 Teilnehmern behaupten, dass Menschen anderen Menschen mit dunkleren Augen mehr vertrauen. Auch wird Personen mit dunkleren Augen nachgesagt, dass sie charismatischer sind. Was blaue Augen angeht, so sollen ihre Besitzer recht konkurrenzfähig sein. Wenn die Lidfalte recht dick ist, kann das ein Zeichen für eine analytische Person sein. Man sagt, dass Menschen ohne Lidfalte und mit sehr dünnen Lidern recht entscheidungsfreudig sind. Der Rahmen deiner Augen, auch bekannt als deine Augenbrauen, kann ebenfalls aussagekräftig sein. Menschen mit einem hohen Brauen sind angeblich angenehmer. Buschige Brauen und vor allem eine Unibraue verraten auch einige Fakten. Diese Menschen sind unabhängig und sie kümmern sich nicht so sehr darum, was andere über sie sagen. Unabhängig davon, ob sie natürlich oder übertrieben gewellt oder gewachst sind, können dünne Brauen ein Zeichen dafür sein, dass die Person nicht ganz selbstbewusst ist. Menschen mit schrägen Augenbrauen sind emotional. Gewölbte Brauen stehen für Sensibilität. Es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du mehr Zeit als andere brauchst, um dich an neue Menschen um dich herum zu gewöhnen. Was das Fett in deinem Körper betrifft, so ist es nicht so wichtig, wie viel Fett du hast. Entscheidend ist, wo es sich befindet. Das gilt nicht nur für das Gesicht, sondern auch für den ganzen Körper. Menschen, die mehr Fett an den Hüften und am Po haben, sind in der Regel gesünder als Menschen, die mehr Fett an der Taille haben. Oh-oh! Unser Aussehen zeigt mehr, als wir erwarten können. Es gibt auch einen sogenannten Dorian Gray-Effekt.
Das bedeutet, dass Menschen bestimmte Gesichtszüge entwickeln, wenn sie älter werden. Zum Beispiel werden einige Frauen, die als Teenager recht gesellig und nette Persönlichkeiten hatten, mit zunehmendem Alter körperlich attraktiver. Umgekehrt können diejenigen, die von Natur aus attraktiv, aber nicht so kontaktfreudig waren, mit den Jahren ihre Schönheit verlieren. Unsere Einstellung hängt von vielen Faktoren ab, ebenso wie unsere Gesichtszüge. Eine interessante Untersuchung ließ die Befragten Fotos machen, während sie ihre Lieblingskleidung und ihre Lieblingsfarben trugen. Überraschenderweise sahen ihre Gesichtszüge anders aus als auf Fotos, auf denen sie nur beliebige Kleidung trugen. Sie sahen sogar für andere attraktiver aus. Nun, da hast du's.